Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. Ich habe halt hier die ganzen Deep Storage Units rübergebracht, die müsste ich noch anschließen, mache ich aber später. So, hier, das ist ein bisschen gut am Durchlaufen. Ich habe noch ein bisschen Zinn reingeschmolzen, kannst du sagen. Die Maschinen habe ich schon mal geupgradet, hier mit Speed, Muffling muss ich echt mehr reinmachen. Hier, den habe ich auch noch ein Gas Upgrade verpasst, beziehungsweise 8. Dann schauen wir mal rein. Kann sich blicken lassen, würde ich sagen. Das kann sich echt zeigen lassen bisher. So. Mein Plan. Hier, Moment, wo haben wir sie? Hier so eine Cache zum. Cache, sag ich. So eine Deep Storage Unit leer machen und dann die Ingots da rein. Ne, verstehst du? Kannst du ja mal machen. Also du da, genau du, dich meine ich. Ich möchte jetzt aber erstmal nachschauen. Hier drüben bei unserem kleinen Experiment. Es ist jetzt quasi. Ah, circa 15 Stunden sind vergangen. Schauen wir mal rein. Alter, 6 Nether Stars. Geil. Dafür, dass wir hier quasi das Billigste vom Billigen genommen haben, kannst du machen. So. Ich würde jetzt aber gerne mal weitermachen mit der Erzverdreifachung. Und da fangen wir jetzt mal an mit der Vervierfachung. Schauen wir uns jetzt mal hier so ein Iron Ore an. Wo haben wir's? Wo haben wir's? So, das ist verdoppeln, verdreifachen, da sind wir gerade dran, vervierfachen. Da brauchen wir Hydrogen Chlorid in der Chemical Injection Chamber. Da braucht man Chemical Infuser, da braucht man Chlorin und Hydrogen. Okay, das heißt, hier dürften wir schon mal so ein bisschen umbauen. Das ist ein schlechter Witz. Nee. Ja, okay, sagen wir mal hier den Müll ein. Ich bin mal gespannt auf nachher. Ich gehe nachher noch ins Kino. Mal den Suicide Squad. Mal, ich habe so gar keine Ahnung. Du sollst da bleiben. Hab so gar keine Ahnung, wie der Film eigentlich ist. Ja. Das kann alles mal wieder zurück ins ME. Ups. Dich wollte ich behalten und ihr sollt auch hier bleiben. So. Wie machen wir das? Es gibt, soweit ich weiß. Ne, nicht Gas Upgrade wollte ich. Ich wollte nach Gas Conduit. Genau, Conduits. Da brauchen wir Electrical Steel, Quite Clear Glass und Conduit Binder. Machen wir da mal ein paar. Das sollte doch easy zu machen sein. Na, jetzt beginnt mal wieder die glorreiche Suche. Electrical Steel haben wir hier. Finder ist auch hier drin. Nehmen wir mal einen Stack raus. Was war das denn noch? Quite Clear Glass, ne? Genau. Können wir drüben machen. Weil im ME-System, im ME-System, ne? Kennt ja jeder. Warte mal, geht das dann jetzt eigentlich auch mit normalem Glas? Na. Ne, natürlich nicht, das ist aber kein Thema. Ups, das wollte ich jetzt alles einfach nicht. Wo haben wir? Nein. Da. Chisel, altbekannter Trick. Chisel, Glas rein und wo haben wir? Quake der Glas raus. Wow Gott, war das gerade laut. So. Machen wir mal so 16 Stück. Insert und Extract. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Ups. Das hat ein bisschen blockiert. Jetzt brauchen wir unseren Infinite Bucket. Hier machen wir wieder Dumping Access. Und ich habe den falsch rum. Okay, sehe ich ein. Ich finde es blöd, dass du die Maschine nicht drehen kannst. So.
So, jetzt. Oh. Moment. Das muss ich jetzt aber mal erklären. Oh, die sind nicht verbunden. Konnte man die einfach so. Ja. Ach, da ist jetzt Hydrogen drin, oder was? So, wenn ich jetzt hier extract und hier insert. Sehr schön, jetzt klappt das auch. Alles klar, so wollte ich das. Oxygen geht dann hier wieder rein. Alles klar, supi. Über ein paar Umwege klappt das auch alles. Ah, Moment, dann lasse ich mal hier offen. Und der kommt dann hier wieder rein. So, zurück. Wir brauchen für die Erz für Vierfachung. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen hier die Chemical Injection Chamber. Da braucht man Chemical Infuser. Da kommt Hydrogen und Chlorin rein. Und Chlorin ist im Electrolytic Separator Brine. Und wie wir Wein herkriegen, das ist eine Thermal Evaporation Plant. Kennt man vielleicht noch von früher, das war früher die Solar Evaporation Plant. So, wir brauchen jetzt aber eine Chemical Injection Chamber, das... Ja genau, vierfach. Alter, jetzt geht's aber los. Was brauchen wir da? Wir brauchen eine Elite Control Circuit, da brauchen wir erstmal so zwei von. Ich habe da so ein paar auf Vorrat gemacht. Aber das heißt, wir brauchen noch eine Purification Chamber. Zack. Das dürfte jetzt... Ah, ich habe kein Redstone drin. So, machen wir mal das Inventar mal kurz voll. So. Enrichment Chamber haben wir. So, Purification Chamber. Dürfte alles da sein, sehr schön. So, jetzt nochmal zwei hiervon. Dann brauchen wir acht davon. Dann suchen wir uns mal kurz die Dias raus. Hier. Legt einfach so ganz kurz zwischen. Und machen dann. Na. So. Einmal so. Hier ist nichts mehr drin. Ja gut, das kann er mal raus. So. Mache ich hinterher nochmal richtig. Werde ich eh zwar wieder vergessen, aber egal. Es gehen jetzt nur noch 8. Interessant. Das ist gut zu wissen. Okay. 1 und 2. Und so. Purification Chamber, Chemical Injection Chamber. Sehr schön. So, theoretisch gesehen haben wir jetzt schon mal die Maschine. Problem ist, wir brauchen jetzt noch eine Chemical Infusion. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Sorry. Ein Chemical Infuser brauchen wir. So. Das ist der hier. Da braucht man Gas Tanks und einen Dynamic Tank. Okay. Basic Gas Tank. Machen wir mal so zwei Stück. So, Dynamic Tank. Ui. Da machen wir. So. Sehr schön. Und den Rest sollten wir haben. Chemical Infuser. Okay. Wenn ich ihn jetzt hier hin platziere, kann ich ihn nicht drehen, ne? Genau. Ach, wieso fällt denn alles runter? So. Ja, ich bin gerade überlegen. Mach mal wieder so.
Da können wir nämlich jetzt auch hier so nicht mehr auf Dumping Access machen. Komm, ich schmeiß mal den nochmal hier so. Kommt hin, kannst du damit verarbeiten. Damit er auch weiter Hydrogen produziert. Was? Ey, Moment, Moment, hallo, hallo. Irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht. Also Hydrogen hat er jetzt. Irgendwas stimmt jetzt gewaltig nicht. Da gab es doch etwas von Ratio Farm oder so, genau, der Gorge Dropper. Mach mal den einmal kurz. So. Wie geht das jetzt? Machen wir mal einen Gas Tank. Komm ich mal hier auf. So. So. Ich glaube, dann können wir das hier einfach so reinfüllen. Ja. Sehr schön. Und nochmal alles rauspumpen. Und voilà. Super. Dass man das immer so kompliziert machen muss. So, Hydrogen hat der drin. So, jetzt fürs ja. Moment, Moment, ich schaff's jetzt gleich. Also ich glaube, wir können schon mal den hier machen. Extract. Und, na, Insert. So, wie war das jetzt? Wir brauchen Chlorin. Hydrogen und Chlorin wird zu Hydrogenchlorid. Und das war im Electrolytic Separator, genau. Das kann man natürlich auch Sodium machen. Sodium ist kurz zu Liquid Sodium. Okay, also das kann man einfach in Ruhe dumpen. Alles klar. Das kann hier mal wieder zurück. So, machen wir. Ja, einen Sperator. Separator. So, Separator. Was ist das denn? Ah, okay. Da brauchen wir die Teile wieder und davon haben wir genau gar nichts. Sehr schön. So mag ich das. Manche würden behaupten, das ist Schwachsinn. An einigen Ecken würde ich auch nicht widersprechen. Machen wir mal so ganz kurz. Wir liegen aber gut in der Zeit. Wir liegen verdammt gut in der Zeit. Ja, ich sag ja, das hat schon alles seinen Grund gehabt, dass wir so am Anfang gearbeitet haben. Okay. So, das haben wir. Electrolytic Core. Nicht Sperator, Separator. Merkst du doch nicht mal, du Spacken. Electrolytic Separator. Nee, Moment, Moment, Moment. Ich will jetzt mal kurz schauen. Heavy Water, nein. Ja. Dürfen wir wieder einmal kurz die Wand einreißen. Ja, das war schlau, dass ich das jetzt so mache. Jetzt fehlt mir ein Kobbel, oder wie? Ja, mir ist ein Kobbel runtergefallen. Gut, merke ich mir. So, jetzt haben wir schon mal fast alles zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Wenn wir schauen. Hier da Chlorin. Da müssen wir rankommen. Damit das auch rüber geht. Wir müssen aber an Brine rankommen. Dafür brauchen wir jetzt eine Thermal Evaporation Plant.
Und die wird jetzt lustig. Sie ist an sich nicht schwierig, aber teuer. So, wir brauchen für die 5 Evaporation Plant 2 Evaporation Valves. Da brauchen wir Evaporation Blöcke. Was? Hallo? So, für von denen können wir eigentlich schon mal so einen Haufen machen. So, 4, 6 reicht schon mal. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, 2 hiervon. Das heißt, wir brauchen 2 Circuits. 1 und 2. Ein Thermal Evaporation Controller, das heißt, oh, was fehlt uns da? Ein Bucket ist kein Thema. Zack. Und wir brauchen neue hiervon. So, dann. Oh. Enriched Alloy ging jetzt wie? Das war mit Eisen, genau. Komm, machen wir mal so. Das gibt ja jetzt anscheinend nur noch 8. Einmal durchjauchen. Reicht auch schon. 1 und 2. So, zurück. Firmel. Den Controller haben wir. Das nehmen wir alles mit. So. Dann gehen wir jetzt einmal nach unten. Und ich würde sagen, die Thermal Evaporation Plant. Wo bauen wir die hin? Was habe ich hier drunter? Ein Haufen nichts. Ja, komm, dann bauen wir die jetzt doch einfach hier hin. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4. So. Und zwar, wie geht das jetzt? Wir machen jetzt erstmal hier so einen Boden. Ich hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf. So, dann mach mal hier einmal so was Platz. Machen wir mal kurz so, weil ich da noch was Spezielles reinarbeiten möchte. Hier kommt ein Valve rein. Und hier machen wir jetzt auch ein Valve rein. Einmal Input und einmal Output. So. Mal schauen, wie weit wir hiermit kommen. Habe ich ein Bild davon dabei? Ja, habe ich. Scheiße. So. Kann ich hier nicht mit der... Wie ist denn Thema? Nein. Ich habe es befürchtet. Also die können wir jetzt erstmal ein bisschen ordentlich hochbauen. Vielleicht reicht das schon für unsere Zwecke. Ich würde aber noch gerne... Ach komm, wir machen noch ein bisschen größer. Okay. Machen wir noch 1, 2, 3, 4. So. Dann kommt jetzt hier so noch Blöcke hin. Ein hier, Eck bleiben frei. Hier der Controller. Und dann brauchen wir aus unserem Bag 4 Advanced Solar Generator. So. So. Sehr schön. Die... Den hier drehen wir aber nochmal. So. Wir haben eine Höhe von 18, Temperatur steigt. Was wir jetzt brauchen? Wir brauchen Wasser. Ich könnte einfach so was Reißig reinmachen. Geht das? Lol. Habe ich nicht irgendwo... Nee, ist jetzt egal. So, ich brauche jetzt Transfer Nodes und da würde ich die Liquid-Variante machen. Haben wir die? Nein, aber wir machen mal hiervon so ein paar.
Okay, Transfer Node. Liquids? Ja, ist ja easy. Können wir schnell machen. Alter, hat dann super geklappt. Hätte ich nicht erwartet. So. Transfer Node Liquids. Ein. Okay, was fehlt jetzt nächstes? Lapis. Hatten wir hier irgendwo drin? War das hier ganz hinten? Nein, aber die Enderperle können wir schon mal rausnehmen. Na, wo haben wir wo haben wir wo haben wir auf der Suche mit Le Doschelpede. Wir haben Lapis, aber es versteckt sich. Wo ist es? Und ich kann immer noch nicht singen. Wieso mache ich es dann? Ah, da. Ja, da werde ich auf jeden Fall mit Storage was noch arbeiten. So, Transferpipe, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch fertig. Und ich habe jetzt keine. Ja, gut. Wir hatten aber irgendwo noch welche, das weiß ich. Und ich bin gerade zu blind, die zu finden. Sieht danach aus. Mach mal das einfach. Redstone haben wir dann noch hier? Nein, dann. Ach komm. Stone. Oh. Können wir doch gerade hier machen. Zack. Zack, zack. Und zwei Glasstücke. So, und jetzt haben wir es quasi schon fertig. Also da müssen wir auf jeden Fall drauf schauen, dass da genug Wasser reinkommt. Weil aus dem Wasser kriegen wir das Brine. So. Wieso habe ich jetzt 4 Stück gemacht? Ganz einfach, ich finde zur Bewässerung sind die Transfernodes Liquids. Oh. Am besten geeignet. Einmal noch so. Dann weiß ich schon mal Bescheid. 1, 2, 3, 4. Das geht jetzt nicht da. Geht es nicht da rein oder wie? Doch, geht es. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Habe ich jetzt hier noch eins vergessen? Ja, habe ich. Zack, zack. Wir müssen da noch Speed Upgrades rein. So, aber das Schöne ist, na. Wenn wir reinschauen, wir haben Brine. Und wenn die Temperatur steigt, desto höher, schneller werden wir auch Brine produzieren. Also, das sollte kein Thema sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt quasi schon die Erstvervierfachung fertig. Ich bin stolz auf mich. Da können wir jetzt auch schon mal so ordentlich anfangen, ein paar Erze zu verarbeiten. Ja. Ich würde aber sagen, in den nächsten Folgen setzen wir jetzt mal wieder ein paar Quests ran. Ressourcen haben wir jetzt. Es geht mir aber eigentlich erstmal nur darum, ich will einfach die ganzen Erze, die wir reinbekommen haben, will ich erstmal verarbeiten. Das können wir später gerne wieder aufbauen. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.